Oh, ich liebe es, mich zu schminken. Lippen, Augen und Gesicht erledigt. Warte, was macht Kate mit ihrem Make-up? Muss ich dich diese Linie ziehen? Jennifer, willst du meinen Look sehen? Ich liebe dich. Oh, das ist ja super, Mann. Bist du clever. Hey, Jennifer. Ich fege nur den Boden. Kein Grund, mich zu beobachten. Okay, niemand ist in der Nähe. Die Luft ist rein. Zeit, mir ein bisschen was zu gönnen. Ja, das habe ich mir definitiv verdient. Warte mal. Was soll denn die ganze Verpackung hier drin? Einige meiner Snacks fehlen. Oh, Jennifer. Sie muss mein Versteck gefunden und sich bedient haben. Wie konnte sie es wagen? Diese Snacks gehörten mir, ganz allein. Ich werde ihr eine Lektion erteilen müssen. Diese Kisten könnten helfen. Sie wird's bereuen, in Mamas Versteck gewühlt zu haben. Denn wenn Krieg ist, gewinnt Mami immer. Das ist richtig. Ich habe mich in eine Meckermama verwandelt. Na, das wird sie nie kommen sehen. Ist Mama hier? Oh, ich sehe sie nirgendwo. Zeit, mich an ihrem Geheimversteck zu bedienen. Ja, ich liebe diese Chips. Hä? Was war das denn? Das war wohl meine Einbildung. Okay, dieses Mal weiß ich, dass ich irgendwas gehört habe. Hallo, ist da jemand? Da stehen doch nur ein paar Kisten. Oh, ich muss Dinge hören, weil ich so hungrig bin. Komm her, du perfekter kleiner Chip. Das war's. Da hinten ist doch jemand. Ah, ein Kistenmonster. Dieses Monster hat gesehen, wie du das Versteck geplündert hast. Ah, tut mir leid, tut mir schrecklich leid. Ich werde nie wieder aus dem Geheimversteck stehlen. Ah, friss mich nicht, Kistenmonster. Zeit, aus den Kisten zu steigen. Ja, die hat so laut geschrien. Das wird dir eine Lehre sein. Ach, der Unterricht fängt an. Alles klar, Zeit für die Anwesenheitsliste. Mal sehen. Schülernamen, wer ist hier? Ah, Kate, bist du hier? Ja, Frau Lehrerin, ich bin hier. Das ist gut, ich markiere dich als anwesend. Warum ist denn Jennifer noch nicht da? Die wird als fehlend notiert. Ich sollte versuchen, sie zu erreichen. Schaut die Lehrerin? Das ist meine Chance. Hallo? Jennifer, wo bist du denn, Mann? Der Unterricht fängt an. Oh nee, ich hab verschlafen. Ich bin schon unterwegs. Es muss doch was geben, womit ich ihr helfen kann. Ah, der Drucker. Das könnte klappen. Schaut die Lehrerin? War das ein Kätzchen? Ich glaube, ich habe ein Kätzchen gehört. Hm, was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Ach, diese verflixte Brille. Oh, es ist ein Kätzchen. Ach, bist du süß. Ja, das bist du. Oh, das ist meine Chance. Okay, ich habe einen Ausdruck von Jennifers Gesicht. Puh, ich habe es doch zu meinem Tisch geschafft. Jetzt zum nächsten Schritt. Schere, lass mich nicht im Stich. Gut, dass ich im Kindergarten eine 1 fürs Ausschneiden bekommen habe. Perfekt, als ob Jennifer schon hier wäre. Okay, zurück zum Plan. Jennifers Bild über mein Gesicht. Erledigt. Auch deine kleinen Tatzen sind so süß. Komm her, du süße Kleine. Ach du meine Güte. Das ist ja gar keine echte Katze. Oh, wie peinlich. Ich hoffe, das hat niemand gesehen. Ach, zurück zur Anwesenheitsliste. Jennifer, bist du hier? Anwesend? Ja, ich sehe dich. Danke, Jennifer. Puh, das hat geklappt. Die hat nicht bemerkt, dass ich es bin. Ach, Mann. Der Unterricht mache ich ja schon müde. Ich werde nur ein kleines Nickerchen machen. Was macht Jennifer denn da?
Wieder im Unterricht schlafen? Jennifer, wach auf, wir haben noch Unterricht. Unglaublich. Mann, ich hab gesagt, aufwachen. Lass mich in Ruhe, ich schlaf grad. Au, Mann, ist das gemein. Ich weiß, was sie aufwecken wird. Zeit für meinen Pinsel. Kitzel, kitzel, kitzel. Ach, Kate, ich hab gesagt, hör auf. Ich schlaf weiter. Jennifer, hör auf zu schlafen. Ach, das war's. Ich hab nicht geschlafen, ich hab Notizen gemacht. Ja, sicher hast du das. Pass lieber auf. Mann, was denkt ihr denn, wer sie ist, meine Mutter? Die Luftballons könnten nützlich sein. Ja, das wird auf jeden Fall funktionieren. Ich muss nur den Pulli hochziehen und den Ballon reinstecken. Und jetzt warte ich. Das gibt's doch nicht. Schläft die schon wieder? Jennifer, Mann, du musst wach bleiben. Wach auf, Jennifer. Nein, nein, Jennifer, ich habe deinen Kopf zertrümmert. Wo ist er denn hin? Oh nee, ich werde so viel Ärger bekommen, wenn das jemand rausfindet. Oh, endlich, endlich Frieden. Oh, das ist definitiv mein Lieblingsmagazin. Was? Oh, niemals. Boah, ist das witzig. Oh, ich kann nicht aufhören zu lachen. Das ist so lustig. Jennifer, was ist denn so lustig? Das verrate ich nicht. Oh, das musst du selber lesen. Was? Das ist dumm. Du kannst es mir doch auch einfach sagen. Au, meine Hand. Was hat mich denn da gestochen? Mann, wo kommt denn die Heftklammer her? Ich bin froh, dass sie mich nicht ernsthaft verletzt hat. Hey, was, wenn sie mich wirklich verletzen würde? Lipgloss, ich brauche deine Hilfe. Ich muss nur meine Hand an die Klammer legen. Und jetzt ein bisschen Kunstblut drauf. Es muss schön blutig aussehen, wenn ich sie heimzahlen will. Perfekt, jetzt kommt die Performance meines Lebens. Horror! Oh mein Gott, Kate, was ist denn los? Ja, meine Hand, das tut so doll weh! Oh nee, wie konnte das denn passieren? Oh, das muss ich rausziehen! Nee, nicht, das wird noch mehr wehtun! Aber, Kate, du kannst es doch nicht einfach drin lassen! Wir versuchen es nochmal, ich werde das super schnell rausziehen! Nein, 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 das wird viel zu viel wehtun! Zieh das nicht raus! Kate, wir müssen das rausziehen, weil... Warte, war das ein Streich? Eine vorgetäuschte Verletzung? Kate, komm schon. Mann, du hast mich voll erschreckt. Haha, sehr lustig. Ich lese mein Magazin weiter. Ach, aua, mein armer Finger. Was war der beste Streich, den du jemals einem Freund gespielt hast? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und denk dran, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und die Seite unseres Kanals zu abonnieren für noch mehr tolle Videos.